Moin aus Eckernförde. Ich starte heute mal wieder vom Parkplatz Grüner Jäger und möchte die Nordtour nördlich von Eckernförde fahren. Die sind nur 33 Kilometer lang, diese Tour ist nur 33 Kilometer lang, deswegen fahre ich irgendwie kurz vor Eckernförde los und es sind wieder 50, denke ich mal. Ja, es geht hier gleich Grüner Jäger in den Wald, nicht an der Straße wie letztes Mal zu meiner Eiszeittour, aber in die Richtung geht es auch zum Windebüer Noor und am Windebüer Noor Richtung Missunde zur Schlei. Also, ich hoffe, ihr seid dabei. Bis gleich. Und bis dann. Letztes Mal bin ich ja genau an der 76 entlang gefahren zur Eiszeittour nach Eckernförde. Aber auf der Karte habe ich gesehen, dass es diesen Weg durch den Wald an der 76 geht. Ein bisschen, was weiß ich, 500 Meter entfernt ist die 76 und das ist ganz schön. Ja, Herbstlaub, heute Morgen 8 Grad. Ja, mal sehen, wie das wird. Es ist hier eine kurze Tour, soll ein bisschen zur Entspannung sein und dann. Ja, wollte ich ein bisschen was zeigen, ein bisschen von Eckernförde zu Schlei. Ich bin jetzt 10 Minuten mit dem Auto hierher gefahren. Das ist auch ganz spießig. Also insofern, das wird eine schöne Tour. Natürlich muss man wieder an die 76, um nach Eckernförde ranzukommen und dann ist man halt hier am Strand. Ist halt so. Also ich denke mal, das ist auch cool. Ja, hinter mir öffnet sich jetzt die Förde. Und es fängt an zu regnen. Also hier hätte ich auch parken können. Kostet nur bis Oktober was. Direkt am Strand. Jetzt schon auf der Eiszeittour und die Noor-Tour geht ein Stück von der am Windebüer Noor geht es nachher dann rechts weg zur Noor-Tour Richtung Missunde. Das ist immer wieder schön, hier zum Hafen zu kommen.
Ja, in Eckernförde ist ein bisschen schwieriger, diesen Einstieg hier zu finden. Es steht aber tatsächlich immer Zubringer Nordtour. Also das, also gut, aber die Schilder sind jetzt nicht so oft da. Fahre ich unter der 76 wieder durch und da müsste ich schon am Noah sein. Ja, tatsächlich. Ups. Windebühr Noah. Müsste gleich die Noah-Tour, Radtour losgehen. Das letzte Mal bin ich hier in der Woche längst gefahren und da war es nicht so voll. Sonntags ist natürlich immer voll mit Spaziergängen. Wahrscheinlich gibt es hier irgendwo ein Restaurant und dann gehen die halt hier spazieren und dann ans Restaurant. Ja, ich habe ihn gefunden, den Einstieg. Hier geht es also hoch jetzt zur Noah-Tour. Ich fahre ja immer gegen den Uhrzeigersinn, merkwürdigerweise. Deswegen muss ich jetzt den Berg da hochfahren. Aber hier ist also, hier komme ich nachher wieder an. Ich habe jetzt bis hier knapp 9 Kilometer gebraucht. Also plus 18 Kilometer jetzt. Plus die 23. 33, also insofern ist es alles gut zu schaffen. Ich habe Zeit. Also, nur Tour. Ja, in Eckernförde ist es ein bisschen figelinsch rauszukommen. Aber ja, ich weiß noch nicht, ob ich richtig bin, aber ich habe zumindest diese Fahrradwegweiser, diese Fahrräder mit dem Pfeil dran. Und es geht jetzt Richtung Gammelbü. Und ich glaube, das war richtig auf der Karte. Also diese Tour habe ich im Endeffekt bei... Ja, Touristik, ein Flyer war das. Touristik-Flyer von Eckernförde. Ja, es gibt keine GPS-Daten, deswegen fahre ich nach Karte bzw. nach Wegweisern. Ja, wir werden das sehen, ob das so klappt. Ja, jetzt habt ihr ja bei mir Komoot schöne Daten. Passt schon, ne? Ja, eben mit Eckernförde angesprochen. Die kannten die Noah-Tour nicht. Ist auch nicht mal ausgeschildert, hier jedenfalls, weil wir noch hier neue Schilder haben und hier ist eine andere Tour ausgeschildert. Aber sie haben mir genau den gleichen Weg erklärt und haben gesagt, das ist sehr schön. Ja, aber jedenfalls haben wir hier keine Schilder. Jedenfalls an der Kreuzung da eben nicht. Aber ich bin richtig Gammelbü und dann links weg. Und die Karte hat mir auch geholfen, hatte ich ja zu Hause eingezeichnet. Also ich scheine richtig zu sein. Berg raus, Gammelbü, Richtung Riesebü. Im ersten Mal so ein bisschen ruhig, Herbststimmung, Gänse auf einem abgeernteten Feld. Schön. Thank you.
Ist das nicht schön? Also ich denke mal, das wird der letzte Sonntag sein mit ein bisschen Blättern an den Bäumen. Vorbei, Herbst, dann kommt Winter. Richtung Voskuhl. Ist wieder ausgeschildert. Ja. Da komme ich her. Das ist Gabelbü. Und jetzt geht es hier nach Missunde. 8,4 Kilometer nur noch. Ist ausgeschildert. Gelben Ortsschild hat nicht gereicht, nur grün. Aber reicht. Glaube ich nicht so sehen, aber ich scheine hier in eine Vogelreisewelle gekommen zu sein. Das war schön. Ich bin jetzt also im Schützenhaus in Kosel und da gibt es tatsächlich auch Bänke und kann mit Blick auf einen Arm der Schlei. Und ich denke mal, ja, hier gibt es eine Wanderkarte. Schöne Gegend, Kosel, merkt man sich. Eine schöne Bank, hier kann man mal einen Tee trinken. Das ist übrigens das Ornum Noa. Ornum mehr Noa. Ich komme jetzt nachher noch beim Missunde Noa vorbei, also insofern deswegen Noa-Tour. Ja, kurz vor Ornum, mit Blick auf das Ornumer Noa. Ja. Und hier gibt es immer ganz viele schöne Bänke, also tolle Tour. Nummer nur ein Seitenarm der Schlei. Also die Noa-Tour geht jetzt hier links weg Richtung Fleckeby, aber ich will einmal nach Missunde. Also mal gucken. Noa-Tour und ich möchte ja ganz gerne das Missunde Noa angucken. Und guck mal hier. Oh, schöne Raststätte. Einmal Noa aufs Wasser gucken und dann wieder zurück auf die
Strecke. So, auf das Missunder Noir einmal einen Blick geworfen. Hier ist der Campingplatz Wies. Ja, sieht ganz toll aus, toll gelegen. Also insofern, doch. Also Campingplatz Wies, Missunder. Aber sonst kommt man irgendwie nicht ans Wasser ran, deswegen fahre ich zurück und ja, fahre meine Nur-Tour. Doch noch Herbst, aber stellt euch mal vor, wenn jetzt die Sonne scheinen würde, wie das hier alles leuchten würde. Aber ich denke mal, nächste Woche alles weg. Oh, schon schön. So. Schleiblick an der Schlei. Das ist also die Schlei. Eben sind mir Mountainbiker entgegengekommen. Ich dachte, wow, hoffentlich nicht, aber eigentlich geht das hier. Ja, Visebü. Ganz toll gelegen. Hier irgendwie eine Badestelle. Zumindest kann man hier ein bisschen baden. Schlei. Eine ganz tolle Herbststimmung. Ich habe mich entschieden, dass ich hier am Noir zu essen koche. Ein bisschen Hunger, habe noch nicht gefrühstückt. Es ist jetzt, zwei ist es jetzt schon. Insofern, ja, es gibt eine Dose Sardinen, Zwiebel, Eier und eine Tomate. Und dann. Ist das nicht herrlich? Gespült in der Schlei, aufgegessen, weiter geht's. Also, die sind nicht mehr so weit, glaube ich, also bis Eckernförde. Gehen wir dann. Ich glaube, 500 Meter weiter ist tatsächlich eine Raststätte. Aber hier ist ein Mülleimer. Müll weg. Und Gemeinde Kosel bietet hier eine Raststätte an. Und ich hätte hier auch sitzen können. Aber ich hatte meinen Stuhl dabei, also insofern kein Problem. Wenn man die Schlei wieder verlässt, dann kommt man
nachdem man eine größere Straße überquert hat, wieder in die Einsamkeit und auf eine schöne Kreisstraße, so wahrscheinlich hier. Ganz schön, ganz ruhig zwischen den Feldern. Der Radwanderweg Moortour geht jetzt hier links wieder zurück und am Wündebüre nur links weg und dann wieder zurück. Da längs. Aber da ich da ja schon war und das ist die Eiszeittour, ich blende es mal hier ein oder da. Da ist die Eiszeittour und da bin ich ja schon mal längs gefahren. Deswegen fahre ich rechts vorbei. Das ist aber nur ein Wanderweg. Ja, alles zurück. Ich behaupte das Gegenteil. Die Wanderin hat mir gerade gesagt, da ist eine Treppe und am Moor ist es sehr moorig und das ist nicht schön bei dieser Witterung da längs zu fahren. Deswegen Eiszeitweg. Tja. Gleich wieder in Eckernförde und am Anfang der Noah-Tour. Das war jetzt der Anfang der Tour. Jetzt fahre ich einfach zurück und ja, ich melde mich gleich nochmal. Hier ist ganz schön voll. Ja, jetzt, okay, also Wündebüre kann man perfekt rumwandern, aber anscheinend nicht mit dem Fahrrad, weil hinten Treppen. Aber hier endet ja sozusagen die Tour da hinten jetzt. Da war jetzt nur so viel los, deswegen habe ich das nicht gemacht. Was ist mit der Tour? Wirklich gut, wirklich sollte man auf alle Fälle machen. Eine sehr schöne Tour und ich mache das auch nochmal mit meinem Crosser, Gravel, whatever. Also echt schöne Tour, auch bei dem Wetter. Ich denke die ganze Zeit, meine Linse ist beschlagen, aber ich glaube, das ist einfach der Nebel. Ja, ich wünsche euch was. Das war eine schöne Tour, die Noah-Tour mit einer Eiszeit-Tour dabei. Also insofern, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Thank you.